guck mal hier, Windows 11. Hä? Aber wenn ich hier unten zum Beispiel den Edge-Browser starte, warum taucht da dann rechts nochmal das gleiche Icon auf? Und wieso sieht der Taschenrechner so komisch aus und heißt Cakehulk wie bei Linux? Ja, weil das kein Windows ist, sondern Linux. Linux FX bzw. Windows FX heißt das und ist eines der seltsamsten und auch dreistesten Betriebssysteme, die ich kenne. Ob das Teil was taugt oder ihr besser die Finger davon lassen solltet, seht ihr in diesem Video. Bleibt dran. Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier. Ui. Dieses Video wird gesponsert von 3CX. Wenn ich jetzt sagen würde, 3CX ist der führende Anbieter von Telefonanlagen, wäre das ganz schön untertrieben. Das 3CX Phone System beherrscht nämlich nicht nur Telefonie, sondern auch Live-Chat, Videokonferenzen, WhatsApp und kann überall nahtlos eingebunden werden. Also zum Beispiel in CRM-Systeme, Teams, Microsoft 365 und obendrein verspricht 3CX reduzierte Telefoniekosten um bis zu 80%. Probiert das doch einfach mal aus. Das 3CX Startup-Angebot ist dauerhaft kostenfrei für bis zu 10 User. Wenn ihr euch über 3cx.de/ct3003 registriert, könnt ihr sogar eine von 10 Professional Edition Lizenzen gewinnen. Werbung Ende. Yay! Endlich mal kein 3003 Video über KI, sondern mal wieder eins mit Linux, beziehungsweise mit Windows oder beiden. Guckt euch das hier mal an, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, wie originalgetreu Windows 11 hier von Linux FX nachgebildet ist. Das Startmenü inklusive vorinstallierten Original-Windows-Themes, man kann die Fenster sogar so wie bei Windows in den Ecken und den Seiten einrasten lassen. Wie beim echten Windows lässt die Windows-Taste und Punkt das Emoji-Menü aufpoppen. Man kann sogar einfach Windows-Exe-Dateien doppelklicken und die laufen dann auch, also meistens. Möglich macht die Wine-Schnittstelle, die so vorinstalliert ist, dass Exe-Dateien Wine automatisch starten. Ja, sogar der vermutlich nicht so häufig verwendete Windows-Konsolenbefehl WinWare funktioniert. Guck mal hier. Aber da bröckelt der Lack auch schon. Zum Beispiel, weil da oben trotz deutscher Einstellung auf Portugiesisch steht Sobre o Linux FX. Das ist ein Hinweis auf den Ursprung des ulkigen Windows-Linux. Es ist nämlich das Produkt eines einzelnen Entwicklers aus Brasilien, Rafael Rachid. Und das Linux-Konsolenprogramm ScreenFetch zeigt dann auch, was hier eigentlich läuft. Nämlich ein modifiziertes Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish mit der Desktop-Umgebung KDE Plasma und einem Windows 11 Icon-Theme. Man muss Rafael Rachid aber wirklich lassen, dass er wirklich einigen Aufwand getrieben hat, um das Ding so aussehen zu lassen wie Windows. Sogar einen Klon des Cortana-Assistenten gibt es. Helloa heißt er. Funktioniert allerdings nur auf Englisch und ja, eher schlecht. Generell muss man sagen, sobald man etwas genauer hinguckt, fällt das Windows-Kartenhaus in sich zusammen. Zum Beispiel, wenn man bei den Netzwerkverbindungen auf Einrichtungen klickt, ja, dann kommt halt der KDE-Netzwerk-Einstellungsdialog, der nur an Windows gewöhnte Leute vermutlich verwirren würde. Schöne Übersetzungsstilbüten sind auch drin. Mit Lager ist Storage gemeint. Da kann man sich die installierten Datenträger halt anschauen. Generell ist das Teil nicht sonderlich konsequent übersetzt. Das ganze Startmenü ist zum Beispiel auch mit deutscher Systemsprache auf Englisch. Generell lässt sich aber sagen, man kann mit dem Ding arbeiten. Es sind viele typische Windows-Programme vorinstalliert, wie zum Beispiel Teams. Außerdem gibt es Shortcuts auf die Online Varianten von Office und Excel, die im Browser laufen. Dafür braucht man allerdings einen Microsoft-Account. Für die Offline-Nutzung ist OnlyOffice vorinstalliert. Das ist auch sehr brauchbar. Dreisterweise haben die Linux FX-Macher übrigens sogar die Icons der originalen Microsoft-Produkte geklaut und im Menü auch OnlyOffice Excel geschrieben, statt den echten Namen OnlyOffice Tabellen-Editor zu verwenden. Und ansonsten kann man halt Linux-Software installieren. Entweder über Kommandozeile oder über den Discover App Store. Ich habe testweise mal Steam über Discover installiert und klappte problemlos. Da laufen die Spiele halt über die Proton-Schnittstelle, wie bei anderen Linuxen, zum Beispiel wie auf dem Steam Deck. Das Stichwort ist allerdings, wie bei anderen Linuxen. Denn außer dem Windows 11 Icon Set und ein paar nachgebauten Windows-Funktionen kann man alles, was man mit Linux FX machen kann, auch halt mit echten Linuxen machen. Wie Ubuntu, Mint, Vanilla OS, Manjaro, Endeavor oder etlichen anderen. Und da hat man dann deutlich besseren Community-Support. Einfach, weil das von viel mehr Menschen genutzt wird, als das esoterische Linux.
Linux FX. Und man muss auch schon sagen, dass einige Sachen echt dubios sind an Linux FX. Da ist einmal der ziemlich dreiste Klau von den ganzen Microsoft-Grafiken wie Icons und Hintergrundbildern. Und da ist dann auch die Frage, ob Microsoft womöglich rechtlich irgendwann dagegen vorgehen wird. Der Entwickler ist seit kurzem auch noch ein bisschen frecher geworden und vermarktet Linux FX parallel als Windows FX. Gleicher Inhalt, anderer Name. Das hat mir der Entwickler Raphael Rachid auf meine Nachfrage auch bestätigt. Er meinte, es gibt halt Leute, denen gefällt Windows vom Namen her ästhetisch besser. Okay. 2001 hat Microsoft auf jeden Fall schon mal gegen einen ähnlichen Hersteller geklagt. Windows hieß das Produkt damals. Ja, und da hatte Microsoft zwar nicht gewonnen, aber ich persönlich hätte jetzt nicht so Bock auf einen Rechtsstreit mit einem der größten Konzerne der Welt. Und auch sonst macht Linux FX ein paar Sachen, die nicht so gerne gesehen sind im Linux-Umfeld. Zum Beispiel eine kommerzielle Variante verkaufen. Die kostet bei Linux FX 35 US-Dollar. Die bringt dann unter anderem Android-Support mit und Active Directory. Ja, okay, da kann man drüber diskutieren, wie das mit der kommerziellen Nutzung ist. Aber was gar nicht geht, sind Sicherheitsfails. So gelang es den Sicherheitsforschern von Kernel EU im letzten Jahr, die Datenbank mit den Bezahlusern anzuzapfen, die unverschlüsselt auf den Servern lag. Inklusive Mailadresse, IP-Adresse und Aktivierungsschlüssel. Wir würden deshalb wirklich davon abraten, die Bezahlversion zu nutzen. Und allgemein zeigt das Leak, dass der Linux FX-Entwickler nicht so wahnsinnig viel von Sicherheitskonzepten hält. Oder man könnte auch sagen, das Ding wirkt manchmal so ein bisschen huschi-fuschi zusammengefrickelt und wer weiß, was sich darin noch für Lücken verstecken. Und deshalb bin ich jetzt auch vorsichtig mit einer Empfehlung. Für Power-User ist Linux FX eh ungeeignet. Die nutzen entweder ein echtes Linux oder ein echtes Windows. Sinn ergibt Linux FX aber eventuell für nicht so computeraffine Leute, die hin und wieder mal eine Mail schreiben wollen oder ein bisschen rumsurfen, aber auf deren Rechnern kein Windows 11 läuft, beziehungsweise ist sogar auch für ältere Windows, auf deren Rechnern keine Sicherheitsupdates mehr gibt. Viele dieser nicht computeraffinen Leute sind ja bekanntlich ein bisschen ängstlich, wenn ihr Computer nicht mehr so gewohnt Windows-mäßig aussieht. Und mit Linux FX besteht zumindest die Möglichkeit, dass sie gar nicht merken, dass sie ein Linux benutzen. Also das ist theoretisch ein Anwendungsszenario. Nur will man wirklich so ein ziemlich unsupportetes, mit heißer Nadel gestricktes Windows-Linux empfehlen? Kann man da nicht besser eine etablierte Distribution nehmen? Also sowas wie Zorin OS eventuell. Das ist vom Look her auch sehr von Windows und Mac OS inspiriert. Richtet sich an Nicht-Frickler, wirkt aber deutlich seriöser als Linux FX. Oder man nimmt gleich sowas wie Linux Mint und installiert da dann so ein Open-Source-Theme, das an Windows angelehnt ist. Zum Beispiel das vom Boomerang-Projekt. Also das würde ich als verantwortungsvoller Mensch eher empfehlen. Auch wenn es am Ende nicht ganz so Windowsig aussieht. Was meint ihr dazu? Habt ihr Erfahrungen mit Linux FX? Habt ihr Erfahrungen mit nicht so computeraffinen Windows-Menschen, denen ihr ein Linux vorgesetzt habt? Hat das geklappt oder wurde da dann viel gemeckert? Sollen wir mal ein Video über eine Linux-Distribution machen? Über Zorin OS oder Mint zum Beispiel? Schreibt's gerne in die Kommentare und gerne abonnieren natürlich. Tschüss. Halt, stopp, bevor ihr ausschaltet. Kennt ihr eigentlich Tapas? Das ist der neue YouTube-Channel von Heise Online für so unterhaltsamen Technikkram. Und Pascal hat da diese Woche tatsächlich Doom im Videotext laufen lassen. Fand ich sehr lustig, das Video. Schaut mal rein. Link ist unten in der Beschreibung.